Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, das erste Spiel der neuen Saison. 3:0 gegen Cadiz in diesem Turnier, wo wir gerade dabei sind, mit einem Doppelpack von Rowe. Ja, irgendwie haben die Alteingesessenen geglänzt. Auch der Herr Becker war sehr stark. Der ist zwar nicht alt, aber er ist natürlich schon länger bei uns. Ja, und die Neuen, die waren okay. Also der Herr Embolo und der Herr, jetzt muss ich ja echt nochmal schnell gucken, wie der gute Mann heißt. Krejci. Genau. Ja, sagen wir mal so, ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Ist ein bisschen fies. Gut, wir gehen zur Post. Freigabe. Das Monster bereit ist die Freigabesumme für Lund. 9,2 Millionen bezahlt. Nö, das können wir nicht brauchen. Wobei, jetzt muss ich überlegen, das wären nochmal 10 Millionen, die wir hätten. Aber wir brauchen eigentlich das Geld im Moment gerade nicht. Weil wir hätten jetzt drei Innenverteidiger. Drei starke. Also eben den Herrn Krejci, dann den Lund und als Ersatz den Herrn Fischer. Wenn jetzt der Herr Lund geht, würde der Fischer wieder nachrücken, dann würde uns wieder einer fehlen in der Innenverteidigung. Ne, möchte ich nicht. Das heißt, ja, wir müssen ganz einfach. Ich sag einmal zu den Verträgen. Teamzentrale und die Verträge. Moment, Mannschaft war das. Teamzentrale. Sag mal. Jetzt. Und hier zum Herrn Lund und dem einen neuen Vertrag anbieten. Kontaktiert von Monza. Vertragsverhandlung. Ich würde die aber tatsächlich delegieren, glaube ich. Machen wir mal. Ach, kann ich nicht? Oder habe ich falsch geklickt? Habe ich wahrscheinlich falsch geklickt. Gut, also neuen Vertrag. Rolle wichtig. Akzeptieren wir. Das ist schon mal gut. Was haben wir dann? Vertragsdauer. Was hat der? 2 Jahre? Ne, Blödsinn, wo haben wir es denn? Wir akzeptieren mal. 2 Jahre, 11 Monate. Okay, das sind eigentlich 3 Jahre in dem Fall. Freigabesumme übergehen. Dann haben wir das Problem nämlich beim nächsten Mal nicht mehr. Und dann Kollege Gehalt bei aktuell 25.000. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man hier runtergehen kann. Allerdings, das ist nicht ganz ungefährlich. Wir versuchen es mal mit der 21.000, weil wenn der jetzt eben, guck mal, Spannungen haben wir da auch schon. Kommt, wir geben ihm die 25 wieder. Oder wir bieten ihm die mal an, er ist 28. Ja, das müsste eigentlich angenommen werden, denke ich. Ne, er möchte mehr. 29 und Einstiegsbonus. Ja gut, wird akzeptiert. Das ist natürlich blöd, jetzt wird es dann langsam teuer, wenn die alle Einstiegsbonis wollen und so. Da würde mir als Heisi aber das Lachen dann langsam vergehen. So, wir gucken mal, wer wird sowieso, oder wer braucht einen neuen Vertrag? Hier, der Herr Frank, unser Torwart mit 34. Ich würde dem nochmal, hier könnten wir es delegieren. Ich würde bei ihm aber gerne, ja für ein Jahr, oder könnt ihr delegieren? Dann haben wir hier aber die Länge nicht. 47.000. Maximal 75.000. Ist der echt zu teuer? Kommt, das machen wir schnell. Bei Frank machen wir das noch schnell selber. So, weil ich möchte... Ja, oder... Wir machen 2 Jahre. Dann ist er 36. Ich denke, als Torhüter müsste das gehen. Rolle im Kader. Wichtig. Ist das okay? Ja, entspricht. Okay. Vertragslaufzeit. Wir bieten mal 2 Jahre an. Das wird ihm sicher gefallen. Ja, das tut es auch. Wir akzeptieren keine Freigabesumme. Und der Lohn 12.000. Nee, aber das ist ja ganz komisch, was da vorher irgendwie stand, was sie dem anbieten wollen. Echt jetzt? Wir machen mal 10.000. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden es gleich sehen. Der ist ja nicht bedroht sozusagen vom Abgang. Also bei ihm können wir auch ein kleines Risiko eingehen. Würde ich sagen. Eine Beleidigung. Boah, im Ernst jetzt? Ja, aber der hatte 12.000. Dann haben sie das geändert. Also früher war es tatsächlich so, dass man da ein bisschen darunter gehen konnte. Okay, jetzt haben wir natürlich Frank vergrault. Das ist natürlich doof. Also vergrault, der ist natürlich immer noch bei uns, aber der wird jetzt wahrscheinlich grummelig sein. Das war keine sehr schlaue Aktion. Aber eben, ich ging davon aus, dass man tatsächlich ein bisschen was machen kann. Ja, dass man halt mit dem Lohn runtergeht. Ist natürlich sowieso unrealistisch, weil keiner spielt für weniger als vorher. Oh, Corona ist da mal fällig. Ja, das wird alles relativ teuer. Der Mann ist 32, aber dann würde ich das tatsächlich mal delegieren. Ja, mach mal.
Da haben wir es. Gehalt 74.000. Ein Jahr. Ja, dann haben wir den sicher immer noch. Haben wir noch was? Leihliste, verliehen. Verliehen, Leihliste, verliehen, verliehen. Kontaktiert. Ach. Ach ja, der Herr Korea, den wollen wir ja eh verkaufen. Der hört hier auf, der Aladdin. Okay. Ja, nee, das sieht so aus, als hätten wir da alle Verträge. Da bin ich froh. Wobei, ja eben, Aladdin steht dort und Ronny Frank, der Torhüter. Der wird mit uns im Moment nicht verhandeln, das ist ganz klar. Und Aladdin, der hört ja eh auf. Dann haben wir hier einen Spielerchat, der Herr Lund. Der freut sich natürlich, dass wir ihn behalten. Ja, wir haben nie an Lund gezweifelt, der Mann ist stark. Gut, nein, ich möchte doch nicht aufhören, wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen. So, wir gehen weiter, wir haben dann gegen Watford das Spiel. Jetzt haben wir aber nochmal... Oh, wieder Stillstand lese ich. Hier geht jemand. Der Herr Korea, das hat doch geklappt. Für eine Million, sehr schön. Und, guter Preis. Ein D, ja. Okay, gut, dann haben wir den weg. Jetzt haben wir aber nochmal viermal Post. Genau, Korea wurde verkauft. Dann haben wir hier für den Herrn Schmidt nochmal ein Angebot. Der wird wahrscheinlich wieder nicht weg wollen. Wir nehmen das mal an. Mal den hier. Ja, die sind zum Stillstand gekommen, das ist klar. Und das von Toni Schmidt ist auch zum Stillstand gekommen, ist es denn wahr? Gut, wir haben den Spieltag gegen Watford. Ich würde hier eigentlich schon nochmal mit der stärksten Mannschaft spielen. Trainingseinheit, nö, lassen wir mal weg, würde ich sagen. Weil das ist ja tatsächlich nur ein Vorbereitungsspiel. Aber ich möchte trotzdem eine vernünftige Partie haben. Wir gehen mal schnell genau zum Teammanagement. Baske, oh da, guck mal, die sind dann teilweise doch müde. Okay, wir müssen doch, wir müssen ein bisschen durchwechseln. Im Mittelfeld, Bardi. Wer ist denn Bardi? Wie alt ist Bardi? 30. Achso, ja, das ist halt, ja, das ist im Prinzip das Backup, das wir gekauft haben. Okay, das wird mal spielen. Für Lund spielt mal Brabeck. Dann die Außenverteidiger lassen wir. Für Rowe hätten wir niemanden, der Sinn macht, finde ich. Und vorne Joao Pedro, da haben wir Janssen. Ja, nicht, dass die sich verletzen, weil sie dann irgendwie ja, so müde sind. Das Wetter, heiter. Okay, von den Trikots her. Ihr seht, das Logo ist wieder da. Danke an Fini. Er hat das sozusagen wieder repariert. Okay, gehen wir rein. Heiteres Wetter. Ja, mal gucken, ob uns noch heiter ist nach dem Spiel. Es ist nicht so wichtig. Mir geht es tatsächlich wieder darum, neue Erkenntnisse in Sachen, ja, wie stark sind unsere neuen Jungs. Ich hätte halt gerne mal eine Ecke noch gegen uns. Und dann mal gucken, ob dieser Krejci, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Oh, das ist wieder im San Siro hier. Ist aber nicht mehr so voll wie auch schon. Ob der tatsächlich dann hinten mal ein bisschen aufräumen kann in der Luft. Da wäre ich schon dankbar. Gut, wir gehen rein. Ziel, Erkenntnisse gewinnen. Und wenn es irgendwie geht, natürlich gerne auch gewinnen, weil dann kämen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Guter Ball hier auf Rowe. Oh, das macht er halt wieder klasse. Das hat Rowe halt völlig im Griff hier mit den Dribblings. Damit noch Flanke. Oh, komme ich nicht ran. Boah, da werde ich eigentlich gelegt, wenn man es genau nimmt. Geh mal drauf. Ja, jetzt kommen sie hier mit Konton. Ja, aber da hat der Kollege Frank aufgepasst. Guter Ball. Hier zu Becker. Oh, da kommt er nicht vorbei. Das hat er auch nicht geschickt gemacht, finde ich. Jetzt schnelles Spiel. Aufpassen in der Mitte. Jawohl, das habe ich genau gemeint. Komme ich auch nicht ran. Aber gut, da ist, ich glaube, Luis war's reingegangen. Herr Becker hat hier freie Bahn. Und zwar völlig freie Bahn. Und ist halt schnell tatsächlich. Ah, und trifft dann aber den Gegenspieler. An der Brust. Immerhin eine erste Ecke. Ja, jetzt mal eine vernünftige Ecke hinkriegen. Es wäre ja schon eigentlich sehr nett. Steig mal rauf. Hat leider nicht geklappt. Da haben wir aber den Ball nochmal. Oh, das war halt eher ein Schieber. Da musste klopfen, Junge. Warum schieben sie denn immer? Das ist irre. Hat er geschoben? Ja, er hat eine komische Position zum Ball. Das war vielleicht nicht mal ein Schieben, das war einfach kein wirklich guter Schuss. Naja, immerhin ein erster Schuss.
Ja, das ist so schlecht nicht. Oh, da sind wir eigentlich an den Ball nochmal gekommen. Da wurde auch sofort abgeschlossen. Aufpassen, nicht, dass der hier durchgeht. Jawohl, stark von Tecato. Und dann wird er gelegt. Allerdings, da greift dann die Vorteilregel. Und dann hat er aber noch die Kraft, oh, den Ball zu spielen. Aber dann schlecht angenommen. Der Ball. Geht mal rüber. Oh, schöner Pass in die Tiefe. Ja, da muss Frank eingreifen. Da sieht man Watford. Da gibt es noch eine gelbe Karte. Für den Herrn Lusa. Okay. Sehen wir da nochmal, warum? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat er da irgendwo noch zu einer bösen Grätsche angesetzt? Ja. Okay, aber er möchte den Ball haben. Also das war auch nichts Bösartiges, denke ich. Ja, da haben wir die Ecke. Wir kommen natürlich nicht an den Ball. Aber Krejci hat immerhin dafür gesorgt, dass wir die Kugel noch haben. Und gut hinten raus das Ganze. Ja, Frank ist auch schnell. Sieht da tatsächlich, dass da Embolo geht. Ja, wir haben halt in der Mitte niemanden. Da geht Embolo selber. Oh, macht er gut. Ja, das ist ein Eigentor, glaube ich, gewesen. Aber von Embolo natürlich gut vorbereitet. Hat er stark gemacht. Sehr gut. Dann sehen wir zum ersten Mal tatsächlich auch die Qualitäten von Breel. So sein Vorname. Da wird er gleich mal weggeknuddelt, weil es sein erstes Tor ist für uns. Sehr schön. Ärgert den Torwart. Ich glaube aber, es war ein Eigentor. Oder nicht? Hier sehen wir nochmal das Solo. Quer rüber. Ja, ja, das ist dort der Gelbe, der da im Prinzip einnetzt. Aber dahinter wäre natürlich unser Mann. Ja, ja, ist ein Eigentor. Dahinter wäre unser Mann gewesen. Jansen müsste das sein. Ja, und der hätte dann eingeschoben. Ich wollte gerade gucken, ob irgendwie... Oh, gut gemacht von dem Bolo. Aber ein Foul leider. Ob da vielleicht sogar Eigentor steht, aber ich habe es nicht gesehen. Ist auch egal. Embolo gehört das Tor, weil das hat er gut gemacht. Oh, einmal zu lang gewartet. Aber da ist Embolo wieder. Guter Wechsel. Da muss Fischer aber den Ball erstmal präparieren. Macht er aber auch. Gute Drehung. Einmal rüber. Und dann wird wieder geschoben. Ist es denn? Das gibt's doch echt nicht. Warum schieben die denn immer? Was ist das bloß für eine komische... Ding. Aber ich würde sagen, wir sehen, wir sind eigentlich überlegen. Ja, auch wenn jetzt da gerade noch eingegriffen wurde. Da haben wir wieder Embolo. Ja, geht hinten rum. Nochmal einmal und jawohl, rein damit. Jansen, sehr gut, 2-0. Ja, ich denke, gegen Cadiz haben wir 3-0 gemacht. Ich würde sagen, Watford ist vielleicht sogar noch eine Ecke schwächer, behaupte ich jetzt mal. Ich merke das ja, wenn ich spiele. Gut gemacht. Ja, da kriegt er halt den Ball nochmal. Und dann flach unten rein. Sehr gut. Das ist natürlich auch nicht schlecht dahingehend. Da können wir nochmal wechseln nachher. Allerdings, wenn wir jetzt die gesamte Mannschaft sozusagen auswechseln, werden wir wahrscheinlich gegen Watford trotzdem verlieren. So stark ist unsere Bank dann doch nicht. Aber wir haben ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen was haben wir. Komm, 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 Luis. Den hast du. Ja, gut. Da ist Luis schneller. Ja, da wird gut und schnell gespielt. Dann wird wieder der Flügel gesucht. Dann mal hinten rum. Jawohl, guter Ball. Geh nochmal hinten rum. Jawohl, und gleich wieder nach vorne. Schade, das wäre schön gewesen. So, der Doppelpass. Ja, da geht Frank. Da wird auch nicht angegriffen. Ah, da wird aber gestört, da kann er den Ball dann doch nicht vernünftig spielen. Und dann erfolgt eine Panikreaktion. Ja, guter Ball. Lauf. Er schiebt halt wieder. Es ist, also was wir eins schieben. Also das war im Prinzip das dritte Tor, was wir irgendwie verdatteln. Da kann er es nochmal versuchen. Jansen. Gut. Auf Embolo. Und Embolo schießt wieder ein Tor. Sehr gut. Das war jetzt aber eher die Vorarbeit tatsächlich natürlich von Jansen. Jo, ich sage jetzt nicht, wir sind unterfordert, sondern ich sage jetzt eher, also irgendwie die Mannschaft, ja, mit diesen beiden Verstärkungen, ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich nochmal eine Ecke stärker. Tatsächlich wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Da die Vorbereitung von Jansen und Embolo, ja, macht das halt, wie ein Embolo das macht. Abgebrüht und, ja, fast zwischen den Beinen durch, aber nur fast. Oh, und dieses San Siro ist halt schon ein Killerstadion, also das mag ich halt schon sehr. Das Stadion von Mailand.
Gut, 3-0. Ja, da ist Pause. Ja, kommt, also wechseln werden wir natürlich. Wir schauen mal, was wir da sozusagen einwechseln. Teammanagement. Ja. Oh, Embolo ist auch müde. Da würde ich... Ne, ich war auch Pedro. Wir haben da nochmal einen Stürmer. Hat man nicht nochmal einen Stürmer dabei? Ne, irgendwie nicht. Also nicht Janssen, sondern irgendeinen anderen hatten wir noch. Nicht, dass Embolo sich da was tut. Ja, wir lassen ihn mal drin. Rowe ist völlig müde. Nein, ich wollte doch nicht tauschen. Geh nochmal zurück. Jetzt habe ich hier... Jetzt habe ich hier Rowe und... Oh ne, jetzt habe ich Gewehr. Kann ich hier, wenn ich rausgehe... Nein, das wird ja gespeichert. Nein, das ist... nee, das will ich so natürlich nicht. Wie wechsle ich denn? Position anpassen. X. Ach so, nee, das ist es auch nicht. Scrollen. Wie kann ich denn verschieben? Weil das mache ich ja normalerweise nicht. Ich würde Schmied eigentlich gerne draußen haben. Das, das brauchen wir so nicht. Und Rowe im Sturm. Ja gut, wir können natürlich mal ein Experiment machen. Ich krieg den Rowe hier. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, und jetzt nichts mehr drücken, was ich nicht kenne. Also Rowe. Pedro, Frank, Embolo, Chaves, Fischer. Das bringt halt alles nichts. Wir haben lauter beschädigte oder müde Ersatzspieler. Wir hätten hier mal ein bisschen mehr durchwechseln sollen. Weil die Spiele, die kommen halt schon Schlag auf Schlag. Frank ist der einzig Fitte. Ja, kommt, wir lassen's. Allerdings, das ist nicht ungefährlich. Den Herrn Fischer rein für den Herrn Krejci würde ich vielleicht noch machen. Nein, das will ich auch nicht. Den Herrn Krejci. Dafür den Herrn Fischer. Haben wir hier noch jemanden? Frank. Okay, das können wir auch noch machen. Dann haben wir wieder Frank, Frank. Und hier haben wir halt keinen mehr. Ein Torwart. Ne, dann spielen wir mit denen weiter. Hui, das war jetzt eine Übung. Gut, also wir spielen mit denen weiter, die wir haben. Und, wie soll ich sagen, also wir werden jetzt, ich würde vorstellen, nicht mit vollem Einsatz, weil in dem Bowler zum Beispiel, der ist halt müde. Also ein Bowler wird jetzt nicht hier irgendwie zum Sprint ansetzen. Ja, aber gut gemacht. Allerdings, da kommen sie tatsächlich nochmal an den Ball hier. Ja, da hat die Kato aufgepasst. Guter Wechsel. Nochmal hinten rum hier über Frank. Jawohl, der geht dann auch gleich. Frank ist auf dem Flügel einfach auch stark. Oh, ja, guter Versuch in die Tiefe. Sowas liebe ich tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. Ja, geh mal raus, dann müsste der andere dort im Abseits stehen. Oh, da wird dann doch gerutscht, Herr Fischer. Da ist Fischer gefragt. Jawohl, macht er stark. Das ist dann allerdings eher frech, hat aber trotzdem geklappt. Jawohl, gleich weiter den Ball. Hier auf den müden Rowe. Auch gut. Oh, das war nix. Komm doch mal. Oh, aber irgendwie habe ich fast das Gefühl, man merkt, dass die Jungs im Eimer sind. Da ist nicht mehr viel mit Beweglichkeit tatsächlich. Ah, komme ich auch nicht ran. Oh, der Herr Fischer steht da vor allem. Oh, uiuiui, was für ein Pass in die Tiefe. Und Loser hämmert das Ding dann irgendwo. Ja, Richtung Rom wahrscheinlich. Wir sind ja in Mailand. Eieiei. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht irgendwie eine ganz, ganz komische zweite Halbzeit gibt. Also irgendwie möchte ich hier natürlich doch ein bisschen Fußball spielen. Oh, stark von Becker. Da wird da eigentlich gelegt. Aber gut. Jawohl, da haben wir das 4-0. Schmidt, guck mal. Der Schmidt, den wir eigentlich verkaufen wollen, hat hier tatsächlich auch noch ein Tor geschossen. Auch eher ein bulliger Mann. Hat der schon mal jemals gespielt für uns? Ich weiß nicht, aber dafür... macht er hier ein Tor. Gut, das war so schwer nicht. Allerdings, er läuft auch gut. Also das war instinktiv, dass er da sich gelöst hat. Und dann tatsächlich, batz, einmal flach rein. Gut. Ja, sagen wir mal so, Watford ist, ja, nicht ernstzunehmender Gegner, ist immer fies, aber wir sehen ja, wir kommen hier ohne Probleme tatsächlich zu einem 4-0. Oh, aber jetzt aufpassen. Ja gut, Fischer hat antizipiert, ist reingerutscht, wir sollen nochmal wechseln, Frank Lund. Nö, lassen wir. Da sehen wir das Tor nochmal. So, ich glaube, so klar waren wir noch nie in Führung. Ist da der Herr? Das gibt's doch nicht. Ja gut, das Problem haben wir offensichtlich immer noch, da muss Frank wieder eingreifen. Da, Kopfball. Da kommt unser Spieler wieder nicht unter den Ball.
Gibt's doch echt nicht. Wo ist der Herr Kreitschi, wenn man ihn braucht? Der hat wahrscheinlich in einer anderen gedeckt. So, nochmal üben. Den haben wir. Den haben wir auch nicht. Echt jetzt? Haben wir das Problem tatsächlich immer noch. Da ist wieder Frank, der hier durchgeht. Sieht, dass hier der Kollege frei steht. Jawohl, da gehen wir nochmal hinten rum. Guter Ball. Jawohl, auch stark. Oh, da ist aber dann ein Fuß im Weg. Ja, nochmal rutschen. Das ist so ein richtiges Austoben. Ja, komme ich nicht ran. Aufpassen, nicht aus der... Ja, ich wollte gerade sagen, der Herr Brabeck da aus der Innenverteidigung, wenn der da rausgeht. Das haben wir auch, das Ding. Jawohl, guter Ball. Ah, und dann schläft er dort. Oder ist er dermaßen wirklich im Eimer? Ja, aber der Herr Fischer passt auf. Jawohl, jetzt haben wir die Kugel wieder, der Herr Schmidt. Der geht hier mal. Guter Ball auf Becker. Ja, Becker bleibt hängen. Jawohl, aber Schmidt mit vollem Einsatz. Der möchte zeigen, dass wir ihn eigentlich brauchen. Ja, aber nicht mit solchen Pässen. Nee, fies. Er spielt so schlecht eigentlich nicht. Und er rennt und kämpft. Und kommt fast an den Ball ran. So, komm. Den holen wir uns nochmal. Oh, wieder dran vorbeigerannt. Zu spät gerutscht. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Fischer, gut geblockt. Ja, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie noch zurückgedrängt werden. Sehr gut, Becker. Ja, er hat das Dribbling eigentlich wieder verdattelt, aber wir haben die Kugel. Da wird gewechselt. Ja, gutes, schnelles Spiel. Oh, und dann aber nicht aufgepasst, der Herr Bardi, unser Ersatzmann. Gut. Jawohl, stark gemacht. Jawohl, nochmal hier in die Tiefe und da geht Jansen durch. Allerdings, er bleibt halt irgendwie hängen. Oh, aber ich merke schon, die sind halt wirklich müde. Wir müssen gucken im nächsten Spiel, was wir hier haben im Turnier. Jetzt haben wir ja beide gewonnen, da werden wir weiterkommen. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die hier nicht völlig irgendwie müde machen. Ja, das Ding ist durch. Okay, ein Tor haben wir noch hingekriegt, 4-0 gewonnen. Ja, ich bin zufrieden. Wir haben gesehen, Embolo durchaus torgefährlich. Vor allem, was ich gesehen habe, der Embolo, der hat es auch drauf, wirklich starke Pässe zu spielen. Das haben wir im Spiel gegen Cadiz gesehen. Da war ein Hammerpass dabei. Also, das nächste ist gegen Verona, italienische Mannschaft. Fast ein Heimspiel in dem Fall. Das ist nämlich auch wieder im San Siro. Und hier sehen wir, Embolo erzielt erstes Saisontor. Er hat sogar zwei erzielt. Ja, also ich bin zufrieden. Ich hoffe auch. Mal gucken, wie es jetzt gegen Verona dann aussieht. Das sehen wir dann morgen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.